So, jetzt haben wir hier vor uns ein Polizeifahrrad. Das ist was Besonderes. Das wird gefahren von Matthias Pötsch von der Münchner Polizei. Grüße, Herr Pötsch. Guten Tag. Sie gehören zur Münchner Fahrradstreife, die seit dem 1. April als Pilotprojekt unterwegs ist. Welche Vergehen können Sie denn mit dem Fahrrad leichter verfolgen als ohne? Also grundsätzlich ändert das Unterwegssein auf dem Fahrrad den Blickwinkel des Beamten, der das Fahrrad fährt. Man sieht einfach gerade im Straßenverkehr Situationen anders, die man vom Auto aus vielleicht so nicht sieht und die natürlich auch auf den Radverkehr irgendwo Einfluss haben, sowohl von Seiten der Fahrradfahrer aus als auch von Seiten der motorisierten Verkehrsteilnehmer aus. Sie sind auch einfach näher dran an den Leuten, oder? Wir sind sehr nah dran. Wir haben quasi nicht diesen Filter durch den Streifenwagen und sind dadurch auch sehr ansprechbar für die Leute und für die Bürger. Und die Bürger machen davon auch regen Gebrauch. Also viele Leute freuen sich einfach, wenn sie einen Polizeibeamten sehen auf dem Fahrrad, den sie ansprechen können. Und das Feedback ist teilweise wirklich sehr schön, das wir da bekommen auf Fahrradstreife. Also positiv. Und wie sehen Sie es als Polizeibeamter? Ich finde, das Fahrrad ist eine gute Ergänzung zu dem, was bisher vorhanden ist, also sprich die motorisierte Streife, die es auch nach wie vor definitiv braucht. Auch die Fußstreife ist ein gutes Mittel, um einfach polizeiliche Präsenz auf Augenhöhe zu zeigen. Und das Fahrrad ist einfach das, was einfach die Mitte bedient. Man ist mobil, man ist wendig, man ist agil, man ist aber halt jetzt auch eben nicht so schnell vielleicht an einem Bedürfnis eines Bürgers vorbei, wie jetzt, wenn man mit der motorisierten Streife von A nach B hetzen muss, was halt da teilweise vorkommt im Streifendienst. Als radelnder Polizeibeamter haben Sie ja auch auf Ihrem Fahrrad einen Gepäckkasten. Was ist denn da drin vielleicht für Gerät? Das würde mich noch interessieren. Also im Gepäckkasten ist in erster Linie Schreibzeug drin, Kugelschreiber, Formulare, die man braucht für die Sachbearbeitung, Algomat haben wir, ist in der Regel mit an Bord. Und dann eben auch noch Ersatzkleidung, zum Beispiel die Jacke, die ich jetzt nicht anhab. Und was wir auch mit dabei haben, ist ein Card-Cash-Gerät. Oh, kann man gleich zahlen? Das ist quasi ein Bezahlterminal, womit man kleine Verwarngelder sofort erheben. Es gibt viele Betroffene, die auch sagen, kann ich das gleich bezahlen, und so haben alle Beteiligten dann einfach weniger Papierkram an der Backe. Ihnen macht es auch richtig Spaß, so durch den Englischen Garten, durch den Olympiapark, an der Isar entlang zu radeln? Es hat seine Vorzüge, so ist es nicht. Besser als im Büro zu sitzen? Besser als im Büro zu sitzen. Wir müssen natürlich schauen, dass wir den Spaß auch nicht verlieren, wenn die kältere Jahreszeit beginnt. Ja. Letzte Frage, fahren Sie privat auch mit dem Fahrrad oder eher nicht? Ich fahre privat nicht Fahrrad. Oh. Ich bin Mofa-Fahrer, fahre mit einem 40 Jahre alten Mofa momentan in die Arbeit und möchte mir aber ein Fahrrad kaufen, natürlich auch ein altes zum Herrichten, das ein bisschen an Charme hat. Genau, ein bisschen rumbasteln auch noch. Und dann wünsche ich Ihnen gute Fahrt. Dankeschön.